Die Banditen müssen in den Wald geflohen sein. Was macht dich so sicher? Den Aussagen der Stallburschen nach zu urteilen, macht es Sinn. Du verlässt dich auf das Wort dieser Feiglinge? Sie mögen Angst haben, aber sie wissen, was sie sahen. Ich gebe dir Rhoda mit, falls du zufällig recht hast. Rhoda! Zu Befehl, Hauptmann. Du wirst Heinrich hier begleiten und die Wälder im Norden durchforsten. Aber, Hauptmann... Sofort! Was zum Teufel? Verfluchter Rücken. Komm schon! Nein! Ich werde nur den Boden. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Himmel, Herrgott. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig. Alle Dobrinelle. Alles sein.
berichte, was du gesehen hast. Ich halte hier so lange die Stellung. An, ein Hufkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Heinrich, schön, dass du da bist. Arme, unschuldige Kreatur. Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob.
Möge Gott dich behüten, Heinrich. Weißt du, wo Rotschopf stecken könnte? Keine Ahnung. Jakob hat ihn eingestellt. Versuch's bei ihm. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaub, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Guten Tag.